Aí, o Lola veio um menino. Dá se quieto, velho. Nossa. Thank you.
oído. Entendí. Thank you.
Einige Worte zu sprechen, und ich bin dieser Einladung sehr gerne, eine Ehre für mich, nachgekommen. 76 Jahre Musikverein Bliesheim. Er ist eine hauptzerfetzte, vergilbte Zeitung aus dem Jahre 1911, gab die letzte Gewissheit, dass nicht nur schon 75 Jahre, sondern bereits 76 Jahre in Bliesheim Musik gemacht wird. Damals, am 13. August 1911, als der neu gegründete Musikverein Trompeterchor Bliesheim sein Gründungsfest feierte, konnten die Gründerväter nicht ahnen, dass 76 Jahre später durch den Abriss eines alten Hauses die Existenz des Vereins über diesen Zeitraum unwiderlegbar offenkundig wurde. In den vergangenen Wochen wurde deshalb in Unkenntnis der Sachlage fleißig für das Jubiläum zum 75. Geburtstag des Vereins gearbeitet. Und heute stehen die Macher vor der Tatsache, dass man auch innerhalb weniger Tage ein Jahr älter werden kann. Darum wurde aus der 75 schnell eine 76 gemacht und wird dem Fest sicherlich keinen Abbruch tun, im Gegenteil. 76 Jahre ist schon eine lange Zeit. Und diese lange Zeit kann man nicht so ohne weiteres abtun und sagen, mein Gott, was haben die Jungen schon lang Musik gemacht. Diejenigen unter uns, die die Gnade haben, dieses Alter zu erreichen, wissen bestimmt über viele Bewegungen nach unten oder oben, Höhen und Tiefen in ihrem Leben zu berichten. Und so hat auch dieser Verein in 76 Jahren seine besonderen Erfahrungen gemacht, in guten und in schlechten Tagen. Zwei Weltkriege überstanden, viele Freunde verloren und viele wieder neu gewonnen. Vielen Menschen Freude gebracht, bei unzähligen Anlässen, mit der Kraft der Musik Wunden geheilt und Trost gespendet, die Tanzbeine aufgewirbelt, bei vielen Festzügen zum Marsch geblasen und vielen Freunden aus der Gemeinde auf dem letzten Weg begleitet. Sie hatten alle einen Kameraden. Das ist dörfliches Leben, das ist Gemeinschaft, wo einer von dem anderen weiß. Und die Dorfmusikanten, in Anführungszeichen,
gehören dazu, sind nicht wegzudenken. Und sie sind auch heute noch da und stehen wie vor 76 Jahren für viele kulturellen und kirchlichen Anlässen innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Verehrter Herr Assenmacher, wir freuen uns alle, dass Sie heute noch zu diesem seltenen Fest hier hingekommen sind und mit Ihren Freunden vom Musikverein Bliesheim dieses seltene Fest zu begehen. Die Bliesheimer Musiker haben Ihnen sehr viel zu verdanken. Und sie danken Ihnen heute mit diesem Fest, mit der Musik, die Sie lange, lange Jahre mitgestaltet haben, und erinnern sich gerne an Ihre aktive Zeit und freuen sich immer, wenn Sie im Kreise der Musiker noch dabei sein können. Alle wünschen Ihnen noch gesunde Jahre in Gesundheit und Wohlergehen. Und als Erinnerung und als ein Dankeschön für Ihre Arbeit für den Musikverein Bliesheim soll Ihnen dieser Erinnerungssteller als Dankeschön überreicht werden vom Vorsitzenden Herrn Ferdinand Haas. Bravo.